Let's go. Ey, das ist so nice. Balex ballert auf den Felsen zu. Moin Leute, grüße euch. Ich bin Taco vom YouTube-Kanal Tacos World. Ich nehme euch mit auf dem Kajak in Schweden. Let's go. Okay Leute, ich bin auf dem Wasser, ich sitze drin. Alak fliegt gerade noch ein bisschen Drohne und kommt da hinten gleich auch hinterher. Leute, zieht euch diesen Anblick rein. Let's go. Ich schnall euch jetzt mal hier an die Brust dran. Leute, der Wind zieht an. Wir sind hier echt, ja, auf offener See kann man noch nicht sagen, aber es geht der Sache schon näher. Okay, Leute, die See wird rauer. Ein laues Windchen zieht auf. Und das ist deutlich zu spüren hier, aber ich bin begeistert, wie dieses Ding hier im Wasser liegt. Vielleicht liegt das auch an unserer ganzen Zulast. Auf jeden Fall macht das saumäßig Bock. Geht zwar mega in die Arme, aber es ist einfach nur geil. Aber es ist mir gerade schon einmal ordentlich reingeschwappt und es läuft mir gerade in der Kimme runter. Das ist Adventure, Leute. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das Ding hier so geil im Wasser liegt. Ach du Scheiße. Habt ihr das gesehen? Das war eine Welle. Und da kommen noch so ein paar Dinger. Holy shit. Jo Leute, wir sind hier in irgendeiner krassen Bucht, wunderschöne Häuser hier, wunderschöne Stege und wir dachten schon, wir haben uns verfahren, aber es geht glaube ich da jetzt weiter, oder? Nee, das geht klar. Das ist ja das Nummer 5, das ist ja so eine Straße, eine Schleusennummer. Alter, ist das flach. Leute, es scheint hier echt weiter zu gehen. Guckt euch mal an, wie schmal das ist und wie flach hier das Wasser ist. Das ist so crazy. Also, dass wir nochmal so einen geilen Weg fahren, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es geht die ganze Zeit nur auf offener See durch die Wellen. Ich muss mal paddeln hier, sonst bin ich gleich in dem Dickicht drinne. Es ist so episch gerade hier. Legendary. Alles klar, Alak? Yes! Der heißt jetzt nicht mehr Alex, der heißt jetzt Alak. So, Alex ballert mit gefühlten 40 km/h auf den Felsen zu. Wir sehen jetzt, was passiert. Fast gekentert. Wir werden jetzt hier anhalten und eine Runde was essen. So, mal gucken hier. Was brauchen wir denn? Oh, ist das vollgestopft. Heilige Mamacita. Hopp, hopp, hopp. Nicht ins Wasser fallen. Nicht so gut. So, den brauchen wir. Lass mal hier ein bisschen wühlen. Apfel haben wir hier. So, das Kram wird wieder eingepackt hier. Das kommt alles hier vorne rein. Ja, zu die Buchse. Mein Röckchen wieder an und dann geht's los. Mm-hmm.
Und Mr. Bizeps zieht wieder davon. Boah, das ist so anstrengend, ne? Wir paddeln gerade mal, ja, eine Dreiviertelstunde ungefähr. Boah, meine Arme sind schon wieder so kaputt. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich kann mal die Kamera ein bisschen höher halten. Da direkt vor uns ist eine bewaldete Insel und da wollen wir hin. Ich muss mal auf mein Paddel aufpassen hier. Ja, wir suchen jetzt hier irgendwie nach einer geeigneten Stelle zum Anlegen. Hier sieht es nicht ganz so gut aus, ziemlich große Felsbrocken. Am besten ist immer so eine Stelle, die so leicht abflacht. Aber wir schauen noch mal da vorne um die Ecke rum, was uns da erwartet. Hä? Wird immer steiler. Wird immer steiler. Na ja, gut, wenn es nicht anders geht, dann kriegen wir das auch hin, ne? Das wäre auf jeden Fall schon mal wieder ein geiler Spot, um Abend zu essen hier oben auf dem Felsen. Aber wir fahren noch mal ein Stück weiter vorne rum und gucken, wie es da aussieht. Alex ist angedockt, setzt jetzt noch mal ein Stück zurück und dann kann ich auch mit Schwung da rein. So, das ganze vollgeranzte, vollgeschwitzte Zeug liegt hier erstmal in der Sonne zum Ausdünsten. Der Alex chillt da drüben auf dem Felsen in der Sonne und er meinte eben was von einem Baumhaus und einer Feuerstelle. Ist da auch, meinst du, das ist auch ein guter Spot, um da das Camp aufzubauen? Ja, schau dir das an. Ich würde sagen, ja, weil hier zum Felsen ist es nicht weit. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Alex sagt, das ist ein guter Campingspot. Ah, hier hat echt mal jemand angefangen, ein Baumhaus zu bauen, beziehungsweise, ja, vielleicht ist das auch eingestürzt, weil man sieht da ganz viel Holzreste. Ist auch ziemlich altes Holz. Also ich denke mal, hier war mal ein fettes Baumhaus. Ja, das sieht schon ganz nett aus hier. Ich muss jetzt noch mal gucken, ob ich hier irgendwie eine geile Stelle fürs Zelt finde. Aber ich glaube, hier ist schon ganz geil. Ja, Mann. Hier ist eine ebene Stelle. Wieder mit Blick auf den See. Hier werde ich mein Zelt aufbauen. Und Alex kann ja auch direkt hier neben zwischen die beiden Bäume seine Hängematte ballern. Kann gut sein, dass man hier reinspringen kann, ne? Ich sehe da keinen Stein oder so im Wasser. Ja, das ist es. Man sieht es halt nicht. Aber guck mal, wie tief es da schon ist. Ja. Das heißt, da wird es noch tiefer gehen. Ja, das ist ja wohl der Kescher. Ja. Also Fischsnacks. Schon ein bisschen geil. Aber hier könnten wir rausklettern. Ja. Kriegst du das mit deiner Höhenangst hin? Ja, ja. Also hier könnte ich auch gut angeln, ne? Weil hier nicht so viel Algenscheiße ist. Geile Insel, richtig geile Insel. Man hat da drüben zwar überall Häuser, aber das hast du hier sowieso fast überall. Und zwischendrin dann immer diese kleinen unbewohnten Inseln. Jo, ich würde sagen, ich packe schon mal mein Zeug aus, dann ist das schon mal abgehakt.
Bettchen ist schon ready. Das erledigt. Jetzt wird, glaube ich, gleich noch mal schwimmen gegangen. Wir haben überlegt, ob wir hier von diesem Felsen runterspringen können, da ins Wasser. Es scheint auf jeden Fall tief genug zu sein. Aber eine Überwindung wird es auf jeden Fall trotzdem. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Wir werden sehen. Das ist ja crazy. Geweih. Zieht euch mal rein, was Alak gefunden hat. Alak und Lako. Ich frage mich, wie das hergekommen ist. Das ist so eine kleine Mikroinsel. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Aber und die können selbst, ja schwimmen, oder? Ja, aber selbst von Insel zu Insel, vom Festland, ist es ja ultra weit weg. Ach, so herrlich. Dieses frische Wasser. Schön reinjumpen. Jetzt muss ich mich nur mal überwinden, von hier oben zu springen. Puh. Oh, ich trau mich nicht. Ja. So sieht perfektes Brennholz für den Hobo aus. Hier noch ein bisschen was für die Feuerstelle. Das schon mal auch abgehakt. Ja, feinstes Material. Die Sonne ist gerade untergegangen und ich mache mich jetzt hier ans Feuer machen und Essen kochen. Der Alex versucht da gerade noch ein Schwedenfeuer zu bauen. Er versucht es. Ja, wir legen los. Wir haben hier den Hovo am Start, Holz vorbereitet, hier ein bisschen Birkenrinde. Und wir werden jetzt mal hier mit dem guten Wolfgangs Lupus ein bisschen Feuer machen. Das erste Mal damit. Wir werden hier erstmal ein bisschen die Birkenrinde anrauen. Heute wird es ein Festmahl geben. Es gibt heute frisch gefangenen, panierten Lachs mit, ja, in Wraps mit frisch gepflückten Algen. Und dazu gibt es Reis mit Tikka Masala. Mal gucken, ob wir das hinkriegen und wie das am Ende aussieht. Wir machen erstmal ein bisschen Mehl rein. Sollte schon reichen. Ja, ein bisschen noch. Und hier in den Topf, in die Pfanne eher gesagt. Da machen wir jetzt ein Ei rein.
mit ein bisschen Erdnussbutter. Und dann wird das erstmal schön verrührt. Ja, während ich da schon fleißig am Essen vorbereiten bin, ist der Alak da drüben und ackert sich seit anderthalb Stunden einen ab, um sein kleines Baumstämmchen zu zertrennen. Aber er ist jetzt vorangekommen. Es geht der Sache näher. Und ich werde mich jetzt hier weiter ums Essen kümmern. Ich hoffe, das Wasser kocht gleich, da kommt der Reis rein. Dann werden noch ein bisschen Zwiebeln angeschmort. Ah, das wird köstlich. Die Zwiebel wird gleich erstmal schön angeröstet im Öl. Ein bisschen Knoblauch gleich mit dazu, aber erstmal müssen die Zwiebeln ein bisschen Farbe kriegen. Alex, sein Schwedenfeuer räuchert da vor sich hin. Hey, das kommt noch. Wir haben jetzt hier Erdnussbutter auf die Wraps gemacht. Jetzt kommt hier noch so ein bisschen Tikka Masala Soße drauf. Vorsicht, dass da die gerösteten Zwiebeln und der Knoblauch nicht runterfällt. Uiuiuiui. Das kommt da auch noch mit drauf. Leider sind die Algen jetzt vertrocknet. Ja, ein richtiges Gourmet-Essen. Bin ich gar nicht gewohnt unterwegs. So, jetzt hier auf die Wraps kommt jetzt noch ein bisschen geröstete Zwiebel mit Knoblauch. Ultra. Okay, die erste Ladung ist fertig. Ich würde sagen, wir snacken rein. Das wird schmecken. Okay. Oh mein Gott. Oh, ich raste aus. Geschmacksexplosion. Mhm. Ohne Scheiß. So gut hinbekommen. Danke. So gutes Essen hier draußen. Habe ich selten gehabt. Wrap mit Lachs in Erdnusspanade. Mhm. Geröstete Zwiebeln mit Knoblauch. Noch ein bisschen Erdnussbutter und Tikka Masala Soße aufs Wrap drauf. Oh, Zitrone Mann. Oben drüber. Ultra. Mein Mund eskaliert es gerade. Nur Nudeln mit ein bisschen Gemüse. Und Reis mit ein bisschen Soße. Ist gerade dieser gebratene Fisch mit diesen gerösteten Zwiebeln auf Wrap. Der absolute Geschmacksorgasmus. Auf jeden Fall. So, zwei Wraps mit Lachs, Taco Deluxe sind drin. Jetzt gibt's noch Masala mit Erdnussfisch und Reis. Dazu noch ein Bier zum Ablöschen, was Alex gerade verkippt hat. Das war ich nicht. Okay, er war es nicht. Das war wohl eine Mücke, die dagegen geflogen ist. So, Alex, sein Schwedenfeuer brennt. Hier vorne am See auf einem Felsen. Nochmal Wasser geholt zum Feuerlöschen. Und jetzt geht's gleich ins Bettchen rein. Das war ein Festmahl. Ich bin so voll gefressen und ich bin komplett zerstochen.
Also meine Arme und meine Beine, ich habe unzählige Mückenstiche. Aber zum Glück hatte ich bis jetzt nur 2 Zecken. Das sieht bei Alex anders aus, der hatte Unmengen davon. Haut mir was in die Kommentare, lasst ein Like da, schaut bei Alex vorbei. Ich sag gute Nacht, haut rein Leute, ciao. Das war's mit unserer Kajaktour hier in Schweden. Haut gerne ein Like unten rein, abonniert den Wolfgangs YouTube-Kanal und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video, Leute. Ciao!